Das Internet kann ein sehr, sehr nerviger Ort sein. Überall poppt Zeugs auf, was man nicht sehen will oder das einem sogar Schadsoftware aufdrängt. Mein Gott, wie sieht das denn hier schon wieder aus? Was ist das denn hier unten? Wie schön wäre es doch, wenn es irgendwas geben würde, das nur die Sachen durchlässt, die ich sehen will und nicht die, die ich nicht sehen will. Sowas gibt's, tatsächlich. Heißt Pi-hole, läuft sogar auf 10 Jahre alten Raspberry Pis und lässt sich innerhalb von 5 Minuten installieren. Ich zeige euch am Ende des Videos, wie das geht. Außerdem erkläre ich euch, was Pi-hole kann und was nicht. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von Sophos. Cybersicherheit wird immer wichtiger. 67% der deutschen Unternehmen sind von Ransomware betroffen. Die geforderten Lösegeldsummen betragen dabei durchschnittlich eine Viertelmillion Euro. Sophos bietet einen Rundum-Service für solch hochkomplexe Bedrohungen. Mit dem MTR-Service Managed Threat Response kümmert sich ein Expertenteam um die aktive Bekämpfung von Bedrohungen als Fully Managed Service. Jetzt informieren auf www.sophos.de/mtr. Werbung Ende. Man muss das so klar sagen. Es gibt Websites, die sind so mit Werbung vollgestopft, dass man sie überhaupt nicht mehr richtig benutzen kann. Also wirklich buchstäblich nicht benutzen kann, weil zum Beispiel irgendwelche nicht wegklickbaren Dinger vor dem Inhalt aufpoppen. Will man das beheben, kann man beispielsweise Browser mit integriertem Werbeblocker wie Brave installieren, aber das muss man dann auf jedem Gerät machen, auf dem man Internetinhalte konsumieren will. Und bei einigen kann man gar keine alternativen Browser installieren, zum Beispiel auf Fernsehern oder E-Book-Readern. Hier kommt der Pi-hole ins Spiel. Der arbeitet nämlich extrem elegant. Einmal installiert, sieht und hört man ihn nicht mehr, aber auf jedem zu Hause mit dem Internet verbundenen Gerät werden auf einmal keine unerwünschten Dinge wie Spyware, Crypto-Miner und aggressive Werbung mehr geladen. Ganz gut, oder? Vor allem dadurch bauen sich Websites auch schneller auf. Logisch, weil weniger Zeugs geladen werden muss. Hier mal zum Vergleich gemessen mit dem eingebauten Netzwerkanalyse-Tool von Firefox. Hier einmal heise.de mit Pi-hole. Und einmal ohne. Und hier golem.de einmal mit und einmal ohne Pi-hole. So, aber jetzt vorher nochmal was ganz Wichtiges. Viele Leute stellen sich Pi-hole wie so ein Wasserfilter oder sowas vor. Also, dass die gesamten Daten durch den Raspi durchfließen müssen, um darin gefiltert zu werden. Nein, so ist das nicht. Dieses mentale Bild bitte jetzt sofort löschen. Ich pflanze euch jetzt mal das richtige Bild ein. Also, wenn ihr auf eine Website geht, zum Beispiel ct.de, dann verbindet sich euer Gerät nicht direkt mit ct.de, sondern mit der IP-Adresse von ct.de. Und die weiß euer Gerät nicht aus dem Kopf, die muss es erstmal nachschauen. Und das geht mit dem sogenannten DNS, dem Domain Name System. Das funktioniert ungefähr wie ein Telefonbuch. Wenn ihr selbst nichts einstellt, kriegt ihr von diesem DNS überhaupt nichts mit. Standardmäßig wird als DNS-Server immer der vom Provider verwendet, also zum Beispiel von der Telekom. So, und jetzt kommt der Pi-hole ins Spiel. Im Router, zum Beispiel hier in meiner Fritzbox, stellt ihr nämlich jetzt einen lokalen DNS-Server ein. Und das ist dann einfach die IP-Adresse des Raspberry Pi, auf dem Pi-hole läuft. Wenn ihr jetzt mit irgendeinem Gerät auf ct.de gehen wollt, fragt nicht mehr beim DNS-Server von der Telekom oder von Vodafone nach der ct.de IP-Adresse, sondern bei eurem Raspi mit Pi-hole. Konkret passieren beim Aufruf einer Website etliche solcher DNS-Anfragen. Es wird ja von ganz vielen Orten Zeugs wie Bilder, Skripte, Tracker geladen. Jeder Website Aufruf verursacht Dutzende oder sogar Hunderte DNS-Anfragen. Und diese ganzen Anfragen kriegt jetzt also der Raspi. Sobald dieser eine Anfrage als Phishing-Seite oder Werbung erkennt, sagt Pi-hole, nee, für diese Anfrage gebe ich dir jetzt keine IP-Adresse. Falls das also zum Beispiel ein Werbebanner war, wird das einfach nicht geladen. Falls ihr euch jetzt fragt, woher der Raspi die richtigen Adressen weiß, gute Frage, der Pi-hole nutzt dafür einfach einen externen DNS-Server, also zum Beispiel den, den euer Provider sowieso standardmäßig nehmen würde, oder ihr sucht euch selbst einen aus. Ich habe hier ganz gute Erfahrungen mit dem von Cloudflare gemacht. Der ist zuverlässig und schön schnell. Wie ihr den aktiviert, zeige ich euch gleich im Tutorial. Das bedeutet also, dass nicht der ganze Datenverkehr durch den Raspi geleitet wird, sondern es laufen nur diese sogenannten DNS-Anfragen darüber. Die Datentransfergeschwindigkeit wird davon null beeinflusst. Nur der Seitenaufbau könnte theoretisch langsamer sein, weil ja schließlich jede DNS-Anfrage einen kleinen Umweg nimmt. Statt direkt beim DNS-Server anzufragen, wird halt erst beim Raspi gefragt, der die Anfrage
Anfrage mit seiner Filterliste vergleicht und die Anfrage dann an einen DNS-Server weiterschickt, falls sie nicht in der Liste auftaucht. Aber in der Praxis fühlt sich das Surfen trotzdem schneller an, weil ja viele Anfragen gar nicht erst verarbeitet werden müssen, also zum Beispiel für Tracker oder den Download von Bannern. Und außerdem wird bei DNS sehr viel aus dem Cache gearbeitet. Das heißt, die Anfragen werden eh aus dem Zwischenspeicher beantwortet. Da spielt es dann gar keine Rolle, ob da noch ein Pi-Hole im System hängt. Und jetzt nochmal ein kleiner Disclaimer. Der Pi-Hole ist unter anderem ein Werbeblocker. Und Werbung zahlt unter anderem einen Teil des Gehalts von Journalisten-Keno. Privat-Keno nervt Werbung allerdings genauso wie euch. Es ist also alles ziemlich vertrackt. Was ihr machen könntet, wenn ihr findet, dass wir bei Heise einen guten Job machen, denkt doch mal über ein Pur-Abo nach. Da zahlt ihr ein paar Euro im Monat und habt absolut keine Werbung mehr. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel schneller die Website damit wird. Hier einmal ohne Abo und einmal mit Pur-Abo. Oder ihr fangt gleich an, bei uns zu arbeiten. Da bekommt ihr dann ein Heise Plus oder ein Heise Pur-Abo umsonst. Alle Stellenangebote habe ich in der Beschreibung verlinkt. Aber zurück zu Pi-Hole. Ich habe mal den CT-Experten Peter Siering gefragt, ob er die Software wirklich allen empfehlen würde. Alle, die technisch dazu in der Lage sind, ja. Warum? Weil es einfach super praktisch ist. Also wenn ich vergleiche, ich habe zu Hause Pi-Hole Love und ich habe im Verlag keinen. Und der Unterschied beim Besuchen von Webseiten ist eklatant. Das fischt so viel Werbung weg, dass man einfach wieder die Inhalte sieht. Ja, das deckt sich mit meinen Tests. Allerdings habe ich trotz Pi-Hole einiges an Werbung gesehen. Woran liegt das, Peter? Es filtert ja nicht weg, sondern es macht ja was anderes. Es beantwortet Namensanfragen nach geblacklisteten Diensten anders, als sie normalerweise beantwortet würden. Und dadurch erscheinen manche Sachen nicht. Man sieht durchaus Werbung, aber eben viel, viel weniger. Das ist das Entscheidende. Und ich meine, ja, klar, die Werbetreibenden versuchen natürlich, die wissen auch, dass es diese Techniken gibt. Und die versuchen auch drum rumzukommen natürlich irgendwie. Ah ja, okay. So, und wie geht das hier jetzt alles? Total einfach. Was ihr haben müsst, irgendein Raspi, es reicht auch ein Raspi 1, möglichst mit einer Netzwerkschnittstelle. Ihr könntet den Pi-Hole auch über WLAN anbinden, wenn ihr zum Beispiel nur ein Raspberry Pi Zero W habt, wo ja nur WLAN eingebaut ist und keine Netzwerkbuchse. Aber das sollte man nur im Notfall machen, weil DNS sehr latenzempfindlich ist und Kabelinternet deutlich latenzärmer als WLAN arbeitet und beim Raspi WLAN oft auch nicht sonderlich dauerstabil arbeitet, gerade bei älteren Modellen. Falls ihr kein Raspi habt, die Teile sind häufig ausverkauft, aber auf der Website rpilocator.com findet sich sehr häufig ein Anbieter, der gerade Raspis im Angebot hat. Zusätzlich zum Raspi braucht ihr ein Netzteil und eine MicroSD-Karte. Auf der MicroSD-Karte muss ein Betriebssystem sein, das bekommt ihr da drauf mit dem Raspberry Pi Imager, der auf Windows, Linux und macOS läuft. Hier dann unter Betriebssystem Raspberry Pi OS Other auswählen und dann auf Raspberry Pi OS Lite 32-Bit. Die Lite-Variante ist ohne grafische Benutzeroberfläche, die reicht für Pi-Hole. Wenn ihr wollt, könnt ihr das aber auch auf der normalen Raspi OS-Version installieren. Dann eure MicroSD-Karte rein, bei SD-Karte den Kartenleser auswählen und auf Schreiben klicken. Kurz warten, MicroSD raus aus dem Kartenleser, rein in den Raspi. Jetzt könntet ihr einen Monitor per HDMI anschließen. Aber es geht auch cooler, weil man für Pi-Hole nämlich gar keine Monitorausgabe braucht. Dafür drückt ihr vor dem MicroSD-Schreiben im Raspberry Pi Imager einmal STRG-SHIFT-X und ihr seid im geheimen Einstellungsmenü. Hier das Häkchen setzen bei SSH und ein sicheres Passwort eingeben, speichern und dann Schreiben klicken. Damit ist jetzt die sogenannte Secure Shell aktiviert. Das ist eine in der Unix-Welt sehr häufig verwendete Möglichkeit, einen entfernten Rechner per Kommandozeile fernzusteuern und zwar verschlüsselt. So, jetzt MicroSD wieder in den Raspi und den Raspi per Netzwerkkabel an den Router anschließen und Strom dran. Ihr könnt den Raspi jetzt fest in Routernähe unterbringen oder irgendwie dran tackern. Ihr müsst da im Normalfall jetzt nie wieder dran. Um Pi-Hole zu installieren, müsst ihr kurz die IP-Adresse des Raspis herausfinden. Die seht ihr zum Beispiel im Router hier bei einer Fritzbox unter Heimnetz Netzwerk. Wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr direkt mal auf den Stift hier rechts klicken und das Häkchen setzen, bei diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen. Jetzt solltet ihr euch mal kurz eure IP-Adressen in einen Editor copy-pasten, dann habt ihr das gleich griffbereit. Wenn ihr IPv6 aktiviert habt, dann gibt es da unten mehrere. Ihr braucht die mit FD00 am Anfang. Ja, und jetzt könnt ihr euch mit SSH auf dem Raspi einloggen.
einfach ein Terminal starten und SSH, dann eure IP-Adresse, minus L Leertaste PI eingeben. PI, also PI, ist der Standard-Username. Das System kennt euren SSH-Key noch nicht, deswegen jetzt einmal Yes eintippen und dann wird er abgespeichert. Jetzt müsst ihr nur noch das Passwort eingeben, das ihr beim Beschreiben der MicroSD-Karte vergeben habt. Charmanterweise geht SSH unter Linux, macOS und Windows. Bei Windows dürft ihr dann allerdings nicht die normale Eingabeaufforderung starten, sondern die PowerShell. Und alles, was ab jetzt passiert, ist das gleiche, auch wenn ihr den Raspi an einem Monitor hängen habt und ihr den mit einer direkt angeschlossenen Tastatur bedient. Pi-hole installiert ihr mit diesem Befehl. Ihr werdet jetzt ein paar Sachen gefragt. Zum Beispiel hier mehrfach nach der statischen IP-Adresse. In meinem Fall antworte ich immer mit Yes. Ich habe ja im Router eingestellt, dass dieser die aktuell vergebene Adresse für den Raspi auf ewig beibehalten soll. Bei der Frage nach den DNS-Servern könnt ihr euch einen aussuchen, der euch am sympathischen ist. Bei mir sind die Cloudflare-Server am schnellsten, deshalb nehme ich die. Ganz wichtig sind die Filterlisten. Nehmt zuerst einfach die voreingestellte, ihr könnt dann später noch welche hinzufügen. Ja, das Web-Interface will ich haben, weil sich Pi-hole damit super komfortabel bedienen lässt. Und den Web-Server will ich auch, weil sonst funktioniert das Web-Interface ja nicht. Und ich will auch loggen, weil man dadurch natürlich vor allem zu Anfang besser sehen kann, was der Pi-hole so macht. Läuft das Teil erstmal rund, könnte man das wieder abschalten. Ja, Show Everything, vor allem für den Anfang ist das praktisch. Und schon ist er installiert, der Pi-hole. Ihr solltet euch am Ende unbedingt noch das Web-Interface-Passwort hier merken. Das braucht ihr, um den Pi-hole zu steuern. Ja, und jetzt geht ihr nochmal in die Fritzbox, auf Heimnetz, Netzwerkeinstellungen, dann geht ihr auf IPv4-Einstellungen und dann bei lokaler DNS-Server die vorher copy-pastete IP-Adresse aus eurem Editor reinwerfen. Auf OK. Wenn ihr IPv6 habt, dann auch auf die IPv6-Einstellungen dort Unique Local Addresses, ULA, immer zuweisen aktivieren, dann bei den SV6-Server im Heimnetz die copy-pastete IPv6-Adresse rein und etwas weiter unten das hier anhaken. Auf OK und nun müsst ihr die Änderungen noch auf der Fritzbox selbst bestätigen. Einfach eine Taste am Router drücken. Ihr könnt jetzt sicherheitshalber die Fritzbox neu starten und vielleicht den Rechner auch. Und wenn ihr danach in einem beliebigen Gerät in eurem Netzwerk die gespeicherte IP-Adresse des Raspis eingebt und /admin dahinter hängt, könnt ihr den Pi-hole steuern. Am besten die Seite direkt bookmarken. Einmal das Passwort eingeben, das euch bei der Installation gezeigt wurde und ihr könnt loslegen. Aber eigentlich müsst ihr das gar nicht, weil das Ding out of the box schon gut funktioniert. Interessant ist aber das Query Log. Hier könnt ihr nachschauen, was eure Geräte so machen und ob überhaupt Sachen geblockt werden. Wenn ihr nicht wollt, dass bestimmte Sachen geblockt werden, könnt ihr hier im Query Log hinter dem geblockten Eintrag einfach Whitelist klicken. Danach ist das nicht mehr geblockt. Was auch interessant ist, sind die Statistiken. Bei mir wird grundsätzlich fast ein Viertel aller Anfragen geblockt. Das ist ziemlich krass, oder? Zusätzliche Blocklisten könnt ihr unter Group Management Add Lists einfügen. Updaten könnt ihr die Listen mit Tools Update Gravity. Und wenn mal was nicht klappt, könnt ihr unter Settings Restart DNS Resolver versuchen. Das hat bei mir einmal geholfen, als ich der Pi-hole irgendwie verschluckt hatte. Aber das war wirklich nur einmal der Fall. Ansonsten lief das bei mir schon monatelang problemlos durch. Mein Fazit. Ich bin der Meinung, dass das Internet heute ziemlich kaputt ist. Und mit Pi-hole kann man sich zumindest ein bisschen gegen diese Kaputtheit wehren und das Netz etwas besser nutzbar machen. Es beruhigt auch einfach, dass irgendwelche Malware wie Kryptotrojaner gar nicht erst geladen werden. Also ich werde mein Pi-hole dir sicherlich weiterlaufen lassen. Das Ding zieht übrigens so wenig Ressourcen, dass auf meinem Raspi 4 zusätzlich zu Pi-hole noch ein Plex-Server, ein Samba-NAS und Grafana laufen. Zu diesen Sachen machen wir bestimmt auch nochmal ein Video. Und wenn ihr das Video interessant findet, vielleicht auch zu der Pi-hole-Alternative Edgard. Tschüss.